Commander, wir bekommen Ärger. Lass es sie mal hören. Schießen Sie los, Joker. Dieses Schiff, die Sovereign, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben, aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe entzweigerissen hätte. Sie kommt in ihre Richtung, und zwar schnell! Sie müssen fertig werden, schnell! Die Konsole ist ausgeschaltet. Befehle, Commander Shepard? Wir sind hier fertig. Brechen wir auf zur Brutstätte. Joker kann uns einsammeln, sobald wir die Bombe gesetzt haben. Kurz noch Blick, und zwar folgendes. Ich habe vorhin gesagt, dass es ein Antagonist ist, so wie er mir gefällt. Er ist ruchlos, er ist empathielos, er ist eiskalt. Und das, was auf uns noch zukommen wird, ich glaube, Nuka, ich nenne jetzt mal deinen Namen, wenn du das siehst, ich glaube, du kennst das Spiel ja noch gar nicht, die Trilogie. Im Prinzip geht es jetzt rein und allein darum, weitere Spuren der Reaper zu verfolgen und in Teil 3 dann das große Finale. Du wirst aber im zweiten Teil einen riesigen Storyplot erleben. Wir machen jetzt einmal da weiter. Ich habe Gänsehaut allein nur, wenn ich diesen Sovereign reden höre. Wie gesagt, er ist eiskalt. Warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Kommunikationsturm zum Sicherheitsbüro. Ja, wird ja die einzige Möglichkeit sein, dass wir dort hinkommen oder da rauskommen. Entfernen sich von ihrer Stellung, Jayco. Scheinbar hat Shadow eine empfindliche Stelle gefunden. Locken Sie sie weg, Alenko. Locken Sie sie hier raus. So, das ist wieder so verwirrt. So, Irrgarten. Hätten wir ja wieder im Weg. Wo müssen wir jetzt hin? Karte. Da müssen wir her. Aber wie gesagt, ich liebe diese Trilogie. Ihr habt die damals gespielt, ob da... Nein, der Geschützturm könnte einige böse Löcher in der Normandie hinterlassen. Na, richtig. Wieder zögern weiter. Ich habe das Spiel damals auf der PS3 gespielt. Nur war die Performance auf der PS3 ein Graus. Ne? Und mein damaliger Schwager, der hat eine Xbox One gehabt. Da habe ich ja die Xbox noch nicht gehabt. Oder generell, da habe ich ja eine Konsole nicht gehabt. Mit der PS3 habe ich dann wieder angefangen. Ne? Und dann habe ich auf der PS3 angefangen, Fallout New Vegas, Mass Effect, und die Performance war unterirdisch auf der PS3 bei den Spielen. Und durch meinen Schwager dann habe ich angefangen wieder mit der 30, habe ich angefangen die 360 mir zu kaufen.
Und so hat halt dann die Liebe angefangen zu diesem Spiel. Jetzt ist er im Teil 1, ist er die Shepherd, noch ein bisschen brav vom Reden her, vom Charakter her. Aber das wird sich in Teil 2 ein bisschen ändern. Da ist dann der Umgangston ein anderer oder ihre Sätze, die sie sagt, die Synchronstimme dahinter. Oh, die klingt dann ein bisschen rauer, sag ich jetzt einmal. Achtung, sie sind uns gefolgt. Ja, wir brauchen Feuerkraft. Gute Arbeit noch geschätzt, Shadow Team. Jetzt sind wir an der Reihe. Kurz einen Blick, wo müssen wir hin? Bist du deppert? Warte mal, ich hab da jetzt gerade was. Nein, das können wir später machen. Das machen wir jetzt nicht. Ich speichere da jetzt einmal. Boah. Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut. Man, ich kenne The Witcher 3 nur bis zu einem bestimmten Punkt. Das muss ich ganz offen und ehrlich gesagt gestehen. Aber ich muss offen und ehrlich gesagt sagen, die Charaktere in diesem Spiel sind mir bei Weitem mehr in Erinnerung geblieben. Da ist es. Wir müssen die Gate ausschalten und die Sprengladungen anbringen. Mir sind die Charaktere in diesem Spiel mehr in Erinnerung geblieben als die in The Witcher 3, komischerweise. Ja gut, man muss aber eins dazu sagen, der Geralt ist ein fixer Charakter. Du kannst Sprengladungen angebracht. Alle Mann runter! Runter! In Shepard kannst du ja ranzüchten, sag ich jetzt einmal. Ne? Er ist ja kein fix geschriebener Charakter. Woo! Gut gemacht. Eine Sache weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Commander, ich bringe uns rein. Ich nähere mich der Stelle, soweit ich kann. Irgendwo. Irgendwas habe ich aber übersehen. Bombe ist in Position. Wir sind hier alle be... Commander, hören Sie mich! Die Atombombe ist fast bereit, Lieutenant. Gehen Sie zum Treffpunkt. Nein, Commander! Die Geth haben uns am Flakturm festgenagelt. Wir erleiden schwere Verluste. Wir werden es nicht rechtzeitig zum Treffpunkt schaffen. Halten Sie durch. Wir kommen Sie holen. Negativ. Stellen Sie einfach sicher, dass die Bombe scharf ist. Wir halten Sie so lange zurück, wie wir... Schon okay, Commander. Ich brauche ein paar Minuten, um die Bombe vollständig scharf zu schalten. Holen Sie sie und kommen Sie dann wieder her. Hoch zum Flakturm, los! Das war was für Sie, Gwen. Kurz einen Blick, ich muss die zwei leveln. Wo müssen wir jetzt hin? Brutkasten zum Flugabwehrturm, gell?
kurz einen Blick. Kaidan unterstützen. Begeben Sie sich zum zweiten Flakturm und leisten Sie Unterstützung, während Ashley die Bombe am Landeplatz sichert. Toll. Und wo ist der zweite? Und wo ist der Turm? Spiel, hä? Warte mal, was ist denn da? Da ist nix. Zum Flugabwehrturm. Ja, kann nur der sein. Ja. Und nu? Offenbar haben die Geth Verstärkung geschickt. Chief, wir haben soeben ein Schiff entdeckt, das zu Ihnen unterwegs ist. Es ist bereits hier und spuckt immer mehr Geth aus, die Detonationsstelle überfluten. Können Sie sie zurückhalten? Es sind zu viele. Ich glaube nicht, dass wir sie aufhalten können. Ich aktiviere die Bombe. Was machen Sie, Chief? Ich stelle sicher, dass die Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie den Lieutenant und verschwinden Sie dann schleunigst. Das werden Sie nicht. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Williams. Scheiße, wir nehmen den. Nehmen wir Kaidan oder nehmen wir sie? Williams, funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns an der Detonationsstelle treffen. Ja, Commander. Ich... Es ist die richtige Entscheidung. Und Sie wissen das, Ash. Tut mir leid, Kaidan. Ich musste mich entscheiden. Ich verstehe, Commander. Ich bedauere nichts. Ich hoffe, dass ich das richtig bin. Alles war es ja nicht mehr. Doch, bin ich. Ich brauche beide. Komm, Vierer.
Wo ist die Ashley? Tagebuch zum Detonationszielort. Das ist genau da. Da kommen die nächsten. Commander, Sie müssen die Bombe legen und verschwinden. Wir können nicht länger. Linke Flanke! Linke Flanke! Sperrfeuer! Sperrfeuer! Mein Applaus, Shepard! Meine Geht waren hundertprozentig überzeugt, dass die Salarianer die wahre Bedrohung waren. Eine eindrucksvolle Ablenkung. Aber natürlich war alles umsonst. Ich kann nicht zulassen, dass sie zerstören, was ich hier erreicht habe. Sie können ja gar nicht verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Wir wissen, was passiert. Sie arbeiten für einen Reaper. Sovereign und seine Art haben die Proteaner vernichtet. Was gibt es mehr zu verstehen? Sie haben die Visionen durch die Sender gesehen, Shepard. Sie ganz besonders sollten verstehen, wozu die Reaper fähig sind. Man kann sie nicht aufhalten. Verzetteln Sie sich nicht mit sinnlosen Revolten. Opfern Sie nicht alles für ein bisschen Freiheit. Die Proteaner versuchten zu kämpfen und wurden ausgelöscht. Trillionen Tote. Und wenn Sie sich den Eindringlingen gebeugt hätten, würden die Proteaner dann noch existieren? Ist Unterwerfung nicht besser als Auslöschung? Sie machen sich doch was vor. Glauben Sie wirklich, die Reaper werden uns leben lassen? Jetzt verstehen Sie sicher, warum ich das dem Rat verschwiegen habe. Wir organischen Lebewesen werden von Emotionen statt von Logik vorangetrieben. Wir kämpfen selbst dann noch, wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Reapern zusammenarbeiten, wenn wir uns nützlich machen, wie viele Leben könnten dann gerettet werden? Als ich das verstanden habe, schloss ich mich Sovereign an, obwohl mir die Gefahr bewusst war. Ich hatte gehofft, diese Einrichtung würde mich schützen. Sie und jeder andere bedauernswerte Bastard hier. Ein Instrument, das Sovereign benutzen und dann wegwerfen kann. Ich habe die Effekte der Indoktrination studiert. Je mehr Kontrolle Sovereign ausübt, desto weniger eigenbestimmt wird das Subjekt. Das ist meine Rettung. Sovereign braucht mich, um die Röhre zu finden. Mein Verstand gehört mir. Noch. Aber die Transformation vom Verbündeten zum Diener geschieht schleichend. Ich werde nicht zulassen, dass es mir passiert. Warum folgen die Geht, Sovereign? Sie halten Sovereign für eine Art Gott. Die Spitze ihrer eigenen Evolution. Aber die Reaktion ihrer Gottheit ist ziemlich eindeutig. Sie fühlt sich beleidigt. Sovereign will die erbärmlichen Verehrungen der Geht gar nicht. Sie sind nur Instrumente und kein noch so großer Glauben wird das ändern. Aber als Instrumente sind sie nützlich. Sie werden die anstehende Invasion überleben. Wenn organisches Leben überleben kann, müssen auch wir beweisen, dass wir nützlich sind. Wir müssen mit den Reapern zusammenarbeiten. Sagen Sie mir, warum Sovereign die Röhre braucht. Erklären Sie mir, was das ist. Vielleicht finden wir einen Weg, sie aufzuhalten. Die Röhre ist der Schlüssel zu ihrer Vernichtung und meiner Erlösung. Sovereign braucht meine Hilfe, um sie zu finden. Das ist der einzige Grund, warum ich nicht indoktriniert wurde. Ich bin nicht wie Sie. Ich sterbe lieber im Kampf, als Sklave zu leben. Ich mache das nicht für mich. Erkennen Sie es denn nicht? Sovereign wird Erfolg haben. Es ist unausweichlich. Mein Weg ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Ich schmiede eine Allianz zwischen uns und den Reapern, zwischen organischem Leben und Maschinen.
Auf diese Weise rette ich mehr Leben, als je existiert haben. Aber sie würden mein Werk rückgängig machen. Sie würden unsere gesamte Zivilisation zum Untergang verdammen. Und dafür müssen sie sterben. Alle festhalten! Wir haben Kaidan verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir ihn nicht retten? Alenko kannte die Risiken. Er hat sein Leben für unseres geopfert. Sie hätten mich nehmen sollen, Commander. Das wissen Sie. Sie trifft keine Schuld, Williams. Ich musste eine Wahl treffen und ich habe mich für Sie entschieden. Es tut mir leid, Commander. Sie haben mein Leben gerettet. Ich bin Ihnen dankbar dafür. Aber Sie hätten mich nehmen sollen. Alenko war ein herausragender Officer. Es wäre mir eine Ehre gewesen, mich zu opfern. Es war nicht Ihre Schuld und es war nicht meine Schuld. Dafür ist ganz allein Saren verantwortlich. Jawohl, Sir. Wir werden ihn aufhalten. Commander, entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte etwas vorschlagen. Ich denke, dass der Sender, den Sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Eden Prime ähnlich ist. Vielleicht haben Sie noch mehr Teile Ihrer Vision empfangen. Ich könnte Ihnen helfen, all diese Teile zusammenzusetzen. Dann wollen Sie wieder unser beider Bewusstsein verbinden? Na gut, nur zu. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Unglaublich. Ich hätte nicht erwartet, dass die Bilder so real sein würden, so intensiv. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu sammeln. Konnten Sie etwas aus den Visionen herauslesen? Es ist ein Notruf. Eine Warnung, die durch das ganze Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber sie kam zu spät. Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder. Orte. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Eilos. Die Röhre ist auf Eilos. Deswegen musste Saren das Mu-Portal finden. Das ist der einzige Weg, um nach Eilos zu gelangen.
Warum haben Sie uns vorher nichts über Ilos erzählt? Das Mu-Portal verbindet Dutzende Systeme und hunderte Welten miteinander. Wie hätte ich wissen können, dass Ilos der gesuchte Planet ist? Vor der Dechiffrierung waren die Bilder in ihren Visionen sehr undeutlich. Ich habe erst jetzt die Landschaftsmerkmale von Ilos erkennen können. Wir müssen nach Ilos. Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im Terminus-System. Allianzschiffe sind dort nicht willkommen. Speck das allerdings auch nicht. Die Röhre ist auf Ilos. Dorthin ist Saren unterwegs. Und dort werde ich bereits auf ihn warten. Sarens ganze Flotte wird im Orbit von Ilos warten. Ohne Verstärkung kommen sie niemals auf die Oberfläche. Sie müssen den Rat benachrichtigen. Wir brauchen eine Flotte, um... Oh, tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Commander, in diesem Sektor gibt es eine Kombarke. Ich kann uns da einloggen, wenn Sie einen Bericht an den Zitadellrat senden wollen. Wir könnten Sie vor der Sovereign warnen. Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard, es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeier ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Krogana ein harter Gegner. Die Krogana hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign. Eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Die Sovereign ist ein Reaper. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit Ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er Ihre früheren Berichte gesehen, in denen Sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Hoppla, wir haben wohl das Signal verloren, Joker. Verstanden, Commander. Durch und durch Gänsehaut in den letzten 10 Minuten. Puh.